Klack, klack. Und schon. Voila, voila, haben wir wieder eine neue Spitzhacke. Ja. Ja. Verdammt, ich kann den jetzt auch schlecht angreifen, weil sonst würde der explodieren. Das tue ich dann deshalb lieber nicht. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Aber der kommt ja sowieso, wenn die Sonne rauskommt, dann muss ich ihn angreifen, weil dieser Zombie, der kann irgendwie nicht sterben. Das ist auch, glaube ich, kein Zombie. Weil Zombies sehen irgendwie anders aus. Die haben auch Hosen an. Ja. Deshalb muss ich jetzt einfach mal ein bisschen warten und... Hä? Geht da irgendwas bei an meinem System nicht auf? Ah ja, doch. So. Okay. Ah, aua, mein Rücken. So, wir haben jetzt perfekt 9 Steine. Na, wir brauchen nur 8. Damit können wir uns jetzt einen Schmelzofen machen. Und den Schmelzofen, den brauchen wir, tada, um uns was zu schmelzen. Es ist auch schön, dass ich schon mal Kohle habe, denn ich kann mir jetzt mit Steinen und Kohle, ja, einen festen Stein schmelzen. Das ist schön. Ja. Ein Stein. Hups. Kann man sich damit doch was? Nein, mit Holz geht das nicht. Aber man kann Sand benutzen. Oder wartet mal, geht doch Dreck? Nein, nein, damit kann man das auch nicht machen. Man kann anscheinend nur mit Sand und anderen Sachen das machen. Hey, warum brennt der noch? Ach ja, da muss ich erst abkühlen. Oh. Damit haben wir schöne Sachen. Wir können uns auch später ganz tolle Sachen bauen, wenn wir erstmal die richtigen Ressourcen haben. Wir können uns das auch ausbauen. Unser ganzes Haus. Wir können es eigentlich über die ganze Insel erweitern. So, und es geht weiter. Ich habe bemerkt, dass so 4 Minuten oder 3 Minuten so von meinem ersten oder zweiten Part, was heißt ich, von der letzten Aufnahme, von meinem Let's Play zu Minecraft, da fehlt irgendwie meine Stimme, weil mein Mikrostecker war aus irgendeinem Grund da halb rausgezogen. Ist irgendwie kacke und ich sehe gerade, dass die ganzen Viecher, Alter, die kommen ja richtig auf mich zu, ey. Was zum? Ja. Wow, fuck. Sag mal, wie hoch können die springen? Ach so, der geht davon. Oh, fuck, ey. Das ist derbe. Nein. Ich hoffe, der kann nicht explodieren. Das weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er explodieren kann. Naja, immerhin ist er tot. Und ich habe mir gemerkt, ich muss das hier wegmachen. So. Schön. Dann könnt ihr jetzt nicht mehr hier halbwegs nach oben. Alter, leck mich doch. Momentchen mal. Ich habe irgendwie vergessen, dass die auch explodieren können. Also muss ich ein bisschen mehr Acht geben. Gut, ich hoffe mal nicht, dass die explodieren und durch die Mauer brechen, weil das wäre
Bisschen unnett, sag ich mal. Ja. Ja, was kann ich hier jetzt schon machen? Ja, nichts. Nichts kann ich machen jetzt. Oh, seht ihr, da hinten ist auch schon der Zombie mit den Hosen. Ja, das kann ich ja schlecht durch meine Tür gucken. Mir fällt jetzt auf, dass ich auch kein Texturpatch da drin habe, also Standardgrafik. Man kann die Grafik wirklich aufbessern, indem man sich solche Texturpacks da in den Spiel integriert, ja. Die verbessern dann zum Beispiel die Sonne, machen Glas sichtbarer und sowas halt. Oh Gott, hier. Zombies mit Pfeil und Bogen. Oh ne, ne, ne. Ah, scheiße, die schießen. Die schießen. Ja, hier. Zombie. Da hinten ist ein Zombie. Ah, die sterben, die sterben, die sterben. Jetzt müssen die eigentlich alle brennen. Wow, fuck. Oh, sorry, Leute, aber ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Weil diese Pfeilgeräusche sind ein bisschen kacke. Oh, fuck. Ja, egal. Der stirbt eh jetzt. Hier, seht ihr? Die brennen alle. Hahaha, die brennen. Oh gut, ich darf jetzt nicht in die Menge fallen. Weil das wäre nicht gut. Das wäre überhaupt nicht gut. Oh nee. Was so? Hölle. Nein. 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 Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Ich hasse diese. Was so? Oh Gott. Fuck. Oh Scheiße, ey. Der hat mir tatsächlich doch einfach alles weggebombt. Einfach so. Gut, das müsste mir eigentlich klar gewesen sein, aber. Och, nee, komm. Ey! Oh, fuck! Oh! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Jetzt muss ich mir erstens das alles wieder zubauen. Und zweitens habe ich nur noch ein Herz, das heißt. Ich muss jetzt ein paar Kühe finden, Schweine, die abschlachten und mich dadurch heilen, aber sonst bin ich gearscht. Aber nee, ich glaube, es geht eh nur bei Schweinen. Sonst kann ich von Kühen nur Leder etc. bekommen. Egal, lass mal gucken. Seht ihr, diese Kuh hat sogar nichts gebracht. Die hat bestimmt vielleicht ein paar Kilo gewogen, aber hey, Fleisch bringt die ja nicht. Ja, das ist jetzt gerade ziemlich kacke, dass ich keine Schweine finde. Wobei hier eigentlich so viele Tiere sind. Die bringen auch kein Fleisch. Die bringen nur Wolle. Sag mal, habe ich Weitsicht? Ja, ich habe Weitsicht dann. Hey ho, ich finde keine Schweine. Ey, geil. Eine Höhle. Ey, schön, hier ist auch schon ein bisschen Kohle. Ja, schön, dann kann ich das hier abbauen. Dann habe ich Material. So, das wird fürs Erste reichen.
Hier ist wohl nichts mehr. Also hier ist mir wahrscheinlich schon was, aber in meinen Augen gerade nichts. Sag mal, warum finde ich keine Schweine, damit ich mich heilen kann? Das ist Betrug. Hier gibt's jedes verfickte Tier, nur keine Schweine. Ja. Betrug. Ich darf jetzt auch nicht runterfallen oder so, weil sonst bin ich durch Fallschaden genauso gearscht. Ah, komm schon. Ja, du. Immer diese Kühe, ey. Sag mal, bin ich gerade wirklich nur auf der Suche nach Schweinen, damit ich mich heilen kann? Ja. Denn ihr seht ja, ich hatte ein Haus, aber dann sind diese Dinger gekommen, haben mein Haus, die Hälfte von meinem Haus weggesprengt. Holy shit. Oh, ein Schwein. Soll ich mein Leben riskieren, um dorthin zu kommen? Ich bin doch nicht blöd, natürlich. Habe ich überhaupt eine Schaufel? Nein. Ach nein, das war echt nur ein Scherz. Hey, das ist ja schon wieder ein Schwein. Hey, hier sind ja schöne viele Ressourcen. Hey, sag mal, warum leben Schweine nur dort? Nein! Was ist passiert? Nein, nein.